Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange. So. Richtig hingesetzt. Es ist wieder ein bisschen dunkel, aber es ist schon dunkel draußen. Und ich habe halt nur die kleine Lampe sonst. Außer das große Licht noch, aber das ist halt auch nicht viel heller. Weil da halt mein Schrank in der Nähe halb vorsteht und dann ja. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Ich glaube, das geht auch so, oder? Ich bin ja trotzdem noch relativ hell, also man erkennt mich ja trotzdem noch. Also von daher. Check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Irgendwer war hier. Nur wer? Wer? Nathan, denke ich mal. Gut. Aber was zu lesen? Nee, ne? Doch. Die Hinweise kommen endlich zusammen und weisen zu einem Ort außerhalb der Stadt, der uns vielleicht direkt zu Rachel Amber führt und weiter. Nach all dem, was mit Frank passiert war, musste ich Chloe überzeugen, weiterzumachen. Ich denke, wir sind fast am Ende. Hoffentlich nicht am Ende, Weltende. Wie viel Wut auch immer Chloe in sich hat, sie verfügt über ebenso viel Mut. Was? Wie viel Wut sie in sich hat? Ah, okay, sie hat ebenso viel Mut wie Wut. Alles klar, okay. Nicht, dass ich das jetzt falsch verstanden habe. Ja, wegen Chloe wäre ich fast getötet worden, aber ich weiß, sie würde für mich sterben. Und ich darf nicht vergessen, in einer anderen Realität ist sie wegen mir im Rollstuhl gelandet und stirbt einen langsamen Tod. Chloe ist motivierter als je zuvor. Ich sagte ihr, wir müssten auf jeden Fall weitermachen und dass ich Rachel nicht alleine finden kann, das reichte. Jetzt wird es Zeit, Licht in die Dunkelkammer zu bringen. Okay. So, so eine Windmühle? So ein Windrad? Das sieht cool aus. Okay. Thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So viel zu den Affen rauslassen. Er hatte Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon wer in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, der den... Was? Den die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme. Wo ich gerade dabei bin, ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sag dir Bescheid, versprochen. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen. Watch us. Okay. Was haben wir hier so? Hinten ist nichts. Eichhörnchen. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Da wird irgendwas drin gemacht. Nur was? Watson? We can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Weißt du nicht? Da ist auch noch eine Hütte. Okay, interessant. Vogel! Hey. Ah! Vogel und das Windrad da oben. Das ist cool. So, brauchen wir ein Skelett mit Skateboard. Irgendeinen anderen Vogel? Und wie es aussieht, irgendwie den Mond oder den Sternenhimmel durch den Gitter zu sehen. Oder sowas in der Art. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. Oh nein. Okay. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer.
Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. So machen wir es. Yeah, Chloe would make a great detective too. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. This tractor has paid its dues. Der ist eindeutig nicht mehr so krass zu gebrauchen, würde ich meinen. Old. Oh. Wow, sir. Talk about home on the range. Das Foto sieht aber echt cool aus irgendwie. Oh. There's no way this rusty-ass button will activate these ropes or pulleys. Weißt du nicht? Probier doch mal. Ist nichts hinter? Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwas sein wird. So many haystacks, so few needles. So many haystacks, so few needles. Ah, the good old days. Oh, Eier, Speck, Zucker, Kaffee. Kaffee, Kokain, echt. Tabak und Milch. Kokain? What? Alles so ganz normale Dinge drauf, ne? Und auf einmal Kokain. Okay. Oh. What is this? It's totally brand new. Why? Huh. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. If a zombie shows up, I have my weapon. Yep. Sonst ist hier nichts mehr. Ich wollte mich noch nur kurz komplett umgucken. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Macht Sinn. Boring. Boring. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. The rope leads up to that platform. Must climb. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Untergeben, ne? Alles klar. Was ist das? Alter Motor. Das lässt das hier definitiv auch nicht zusammenbrechen oder so. Nein. Also, ganz ehrlich, das Ding sieht so schwer aus, dass das durch einen Sturz aus so einer Höhe, sind ja locker 2 bis 2,5 Meter, müsste auf jeden Fall jedenfalls angeknackst sein. Komm schon. Also, ganz ehrlich. That looks sturdy enough to stand on. Here's the other end of the rope. Oh, oh! Ah, eine Eule war das also. Oh, nein, hier war das. Ah, jetzt nur noch die beiden Fotos. Dann fehlt uns wirklich. Oh, dann fehlen uns wirklich nur 2 Fotos. Das ist unlucky. Aber wir haben ja eh noch nirgends irgendwie alle Fotos gefunden. Hier könnte auch das letzte Bild entstehen, so. Please be careful up there, Max.
Hey, Chloe, can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. Thy will be done. Then you better step away from that hatch. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Max, use your rewind and get that motor back up there. Und jetzt? Achso, sind wir nicht mehr im Motor? Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Gut, dass das gesagt wurde. So, Haken. Up there, Max. Max Giver strikes again. Es hat funktioniert. I wish Warren could have seen that physics trick. Damn, this is heavy. Alter! What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Warum darf Chloe immer vorgehen? Oh. This bunker is so surreal. This is too heavy to break, so I'll need a code. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. Okay, dann suchen wir mal den Code, würde ich meinen. Muss doch locker hier irgendwo in den Akten sein, oder? Dürfen wir nicht? Nichts? Hä? What? Okay. Vielleicht in der Kiste? Die haben wir auch nicht mehr. Heuhaufen? Im Foto. Wow, Sir. Talk about home on the range. Ja, wir haben ja keinen Code, oder? Bin ich jetzt doof? Ah. I guess the Prescotts were just born bastards. 22. Juli, Martin Lewis Prescott, Prescott Ranch, Arcadia Bay, Oregon. Sehr geehrte Mrs. Sehr geehrter Mr. Lyndon. Ich schreibe Ihnen im Hinblick auf Ihre ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescotts mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir fassen ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unseren Familiennamen der Eintreibung ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis 24. Juli im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir ihnen das Leben zur Hölle machen. Alter. Okay, vielleicht ist es ja 227. Möglicherweise so als Code. Moment.
Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Muss doch irgendwo noch mal was sein. Was uns einen Hinweis gibt. Auf die Zahl. Es tut mir leid mit dem Husten, Leute. Hier ist aber draußen nichts mehr. Das sind nur die Spuren. Vielleicht 227. Ich probiere es einfach mal. Oder 247. Kann natürlich auch sein, ne? Ich hätte auch einfach einmal was eingeben sollen. Irgendwas. Random. I wish Warren could have seen the physics trick. Okay, hätte sein können, dass sie nochmal was anderes sagt. So many haystacks. So few needles. Now that's a serious door. Oh, think. Wrong code. Oh nein, oh, wie hieß denn das nur? Oh. Haben wir das irgendwo stehen? Chloes Zimmer. Wo ist nochmal Chloes Zimmer? Das ist Chloes Haus, ne? So. Ne, ist alles, was wir hier gefunden haben. Naja, gut, stimmt. Och! Moment, Leute. Ihr seht das mal eben nicht, aber... Ich habe das heute erst in der Aufnahmesession von Edna Bricht ausgemacht. Oh, der Römer, lieben Freunde. Und zwar die Parts durchgeguckt. 542. Das war die rote Zahl auf dem Code. Auf diesem einen Zettel, Leute. 542. Danke. I thought that only worked in the movies. Das hatten wir ja hier nicht mehr. Wie sollen wir das denn nachgucken anders? Also wie guckt man das denn nach, wenn man das nicht aufgenommen hat? Oder sollte man hier eigentlich gar nicht sein? Rein können. Oder sollte man sich das aufgeschrieben haben? Muss mal eben so OBS wieder offen haben. Ganz ehrlich, also wirklich jetzt, Leute. Ich meine, ich habe sie aufgenommen. Kann ich mich glücklich schätzen, so gesehen. Was macht man, wenn man nicht aufnimmt, also kein Let's Player ist? So. Wie kommt man dann, oder so, also, merkt man sich das? Nein, also ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Ich wusste, es kommt ein 5 drin vor. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Findet man das hierzu? Nee, ne? Hier findet man es auch nicht. Oder doch bei Chloes Zimmer. Okay, hier findet man es nicht. Findet man das vielleicht bei den Personen? Kann man das bei Personen nachgucken? Nee, kann man nicht.
Ich will das jetzt rausfinden kurz. Ich guck mal nach eben, überall. Aber wo soll ich denn nachgucken? Eigentlich ja nur ein Chloes Haus. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. More survivalist supplies. Wenn ihr wisst, wie man an die Code kommen soll. David must shop at the same store. Wow. This says it all about Nathan. Sehr geehrter Mr. Prescott. Nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit ihrem Sohn abbrechen muss, da sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderer Personen ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problemen ist ihnen wohl bewusst, aber ich denke, sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln. So ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität. Auch wenn er umgänglich erscheint. Sie haben eine Bitten um ein Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert. Also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über diese Angelegenheit zu sprechen wünschen, bin ich derzeit jederzeit zu erreichen. Dr. Jacoby. What's with the Prescott's and creepy art? Duct tape in a bunker is always a bad sign. Bitte, was ist... Nein. What? Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.